Der fünfte Punkt in der Liste, was machen die Modelle anders als der große Durchschnitt der NLP-Teilnehmer, ist der, wo es, wenn ich es im Seminar sage, manchmal so ein bisschen Gekicher kommt, weil ich sage, die Modelle verlieben sich in ihren Lehrer. Und da merkt man schon, dass irgendwas übers Lernen manchmal ein bisschen komisch läuft, wenn die Leute das seltsam finden. Also ich kann von mir sagen, ich habe mich ab der Schulzeit immer ständig in irgendwelche Lehrer und Lehrerinnen verliebt. Das ist eigentlich ganz normal. Das ist die emotionale Kopplung. Man fühlt sich den Leuten verbunden und man sagt emotional nicht mehr aus, als ich möchte so sein wie du. Und auch da hatte ich einen gewaltigen Vorteil als Musiker. Als Musiker ist das normal, dass man irgendwelche Idole hat. Wie ich damals Klavier gespielt habe, war Wladimir Horowitz der Mann, der irgendwie groß angesagt war und ich wollte sein wie Horowitz. Und wenn man liest, was damals Richard Bandler gemacht hat mit Fritz Perls, da gibt es irgendwie Quellen, wo drin steht, dass Bandler sich diese Perls-Videos angeguckt hat und dass Bandler irgendwann angefangen hätte, sich wie Perls zu bewegen, sich wie Perls zu kleiden, wie Perls zu gucken, vielleicht sich sogar einen Bart hat wachsen lassen. Das ist normal, das ist Teil des Modelings, das ist der Archetyp der Liebenden, das Verschmelzen. Eine Teilnehmerin nannte das mal das pädagogische Eros. Und wie ich damals mit Frau Birkenbiel zusammengearbeitet habe, ich war total verknallt in die Frau. Und dann in meiner Gunter Schmidt-Zeit war ich in Gunter Schmidt verknallt. Und ich habe angefangen, seine Sprechweise heimlich nachzuahmen, weil ich ihn bewundert habe. Es ist komplett normal, dass man, wenn man was von jemandem lernt, sich dieser Person auch emotional verbunden fühlt. Es ist andersrum gesagt eigentlich nicht möglich, vernünftig von jemandem zu lernen, wenn ich die Person nicht mag. Also das finde ich so ein Quatsch, wenn Leute irgendwo hingehen und sagen, ich finde den Lehrer jetzt zwar doof als Menschen, aber ich möchte von ihm lernen, weil er hat es fachlich drauf. Das ist wie Fahren mit angezogener Handbremse, das wird einfach nichts. Und dieses Verlieben meint ja mehr das kindliche Verlieben, so wie halt Kinder ihre Eltern lieben, aus dieser Haltung heraus von ich möchte so sein wie du, ich wachse dann da rein. Das heißt, wenn man sich so in den Lehrer verliebt, kommt auch normalerweise irgendwann von selbst so eine Art Pubertät. Dann kommt eine Abnabelung, dann kommt eine Phase, wo man die Person ganz grässlich findet und ganz grauenhaft und bloß noch Nachteile sieht und Fehler und was weiß ich alles und sich fragt, wie konnte ich diesen Menschen jemals toll finden? Dann kommt halt eine kurze Phase der Pubertät und dann kommt mit Glück eine Phase des Erwachsenseins, wo man merkt, ja, der Lehrer ist ein toller Mensch, er hat Stärken und Schwächen wie jeder andere Mensch auch und ich kann viel von ihm lernen und ich will halt nicht alles von ihm lernen, ich will halt manches von ihm lernen und darum finde ich es persönlich auch mal ein bisschen quatschig. Wenn man dann mit Leuten sich im Seminar unterhält und dann ist einer auf der Bühne, der vielleicht jetzt in irgendeiner Methode grandios ist, und dann geht es in der Pause darum, ja, aber was, warum ist denn der so dick oder wie ist denn der angezogen oder wie ist denn dessen Beziehung? Wo ich dann sage, das will ich von dem gar nicht lernen. Ich will was anderes von dem lernen. Und klar, Leute gucken sich Richard Bandler an und sagen, der ist dick. Ja und, ich will von Richard Bandler keine Ernährungstipps, ich will von ihm lernen, wie NLP geht. Das heißt, es geht auch darum, sich auf den Aspekt zu konzentrieren, den man von jemandem übernehmen will. Ich soll ja nicht alles übernehmen, aber an der Stelle wäre es schon wirklich gut, eine emotionale Kopplung aufzubauen. Und es gibt darüber auch einen Newsletter-Text von mir, wo ich nochmal was geschrieben habe zum Thema Archetypen. Das ist der Archetyp der Liebenden. Und wenn ich auf diesen Archetyp gehe, bin ich immer natürlich auch ein bisschen dabei, ich will nicht sagen, meine Persönlichkeit aufzugeben, aber ich gehe in einen Bereich, wo meine Persönlichkeit verschwimmt, weil sie verschmilzt halt mit der Person des Lehrers oder der Lehrerin. Und das kann Angst machen. Und darum ist das sehr davon abhängig, dass man einen starken Herrscherarchetyp hat. Das heißt, dass man sich bewusst darauf einlassen kann, in dieses Verliebtsein reinzugehen, weil man die Sicherheit hat, man kann sich da auch notfalls wieder rausholen aus diesem Zustand. Und mit dieser Sicherheit, ich gehe da jetzt bewusst rein und ich kann mich bewusst wieder rausholen, kann ich mich darauf einlassen. Ich kann die Person anhimmeln, ich kann ihre nonverbalen Signale übernehmen, ich kann Sprechweisen übernehmen. Ich habe die ersten Jahre als NLP-Trainer viele Geschichten meines Lehrers wortwörtlich mit Betonung und nonverbalen Signalen im Großen und Ganzen übernommen. Und ich finde es auch ganz lustig zu merken, dass Richard Bandler Geschichten erzählt, die er angeblich selbst erlebt hat. In irgendwelchen Büchern steht das drin. Die tauchen bei Erikson schon auf. Das heißt, es ist zu vermuten, dass auch Bandler das gemacht hat, dass Bandler sich so in Erikson verliebt hat, dass er irgendwann verwechselt hat, wer hat die Geschichte wirklich erlebt. Und das ist dieses sich in den Lehrer verlieben. Ich kann das außerordentlich empfehlen, sich das zu trauen,
Es muss nicht immer alles kritisch sein. Wir haben im NLP-Lernen genügend Aspekte drin, wo man kritisch und bewusst und distanziert auf der Metaposition sich Dinge anguckt. Aber es ist auch ein wichtiger Anteil, dass man sich erlaubt, einfach die Person richtig, richtig gut zu finden, von der man das Ganze lernt. Weil man wird ihr ähnlich werden und dann ist es doch schöner, wenn man einem ähnlich wird, den man mag. Und wenn wir das durchgeguckt haben, dann gehen wir zum letzten Punkt. Dass die Modelle NLP-Lernen nicht mit Schule verwechseln, das ist nochmal ein ganz heikles Thema, aber da kommen wir auch gleich rein.